Ja, ich bin ein Fan von dem Gesetz, weil das Gesetz gibt dem Einkauf jetzt die offizielle Schlüsselfunktion oder etabliert ihn als die Schlüsselfunktion, die er sein sollte. Er ist ein Multiplikator nach innen und nach außen. Und wenn man sich eben überlegt, dass Deutschland der drittgrößte Importeur weltweit ist, dann kann der Einkauf einfach mit seiner Nachfrage und mit seinen Beschaffungsentscheidungen ganz massiv für eine nachhaltige Entwicklung beitragen und Lieferanten auch ganz bewusst weiterentwickeln. Und unser Wohlstand darf eben explizit nicht mit der Verletzung von Menschenrechten und Umweltschädigungen einhergehen. Und das sind eben die Schattenseiten, die unsere Wirtschaftsweise in den letzten Jahrzehnten offengelegt hat. Und die gilt es jetzt mit diesem Gesetz eben unter anderem zu beheben. Und das Ziel muss sein, dass wir ein menschenwürdiges Leben für alle sicherstellen und eben damit auch unsere eigene Zukunftsfähigkeit sichern.